Schilde Schocknova, wenn aufgebraucht. Wir haben halt langsame, also Gesundheitsregeneration noch dabei. Das ist eigentlich besser, finde ich. Nochmal Schrott markieren. Gut. Haben wir doch schon mal. Das Klappi-Zeugs. Frage, wie kommt man da hoch? Ah ja, sehe schon. Oh, die Kiste da. Aber die Klappis müssten mal neues bauen, weil sonst, ja, ne? Okay.
hat's mir getan. Das gefällt dir nicht? Ja, die Sniper ist geil, aber Schockschaden ist natürlich noch etwas besser. Mal den Schock wieder rein. Und zwar jetzt keine Muni mehr, aber naja, gut. Wo kommen die Klappis her? Klappis, Klappis. 6 Schuss, besser wie 0. Wir könnten mal die andere Mission annehmen. Keine Lust, aber jetzt jedes Mal ins Hauptmenü rein. Neuer Kontakt war das. Die Schock macht insgesamt weniger Schaden, aber durch den Schock kriegt man doch noch den einen oder anderen Gegner besser down. Ist so geil. Nicht Angriff, sondern Verteidigung ist die beste Verteidigung. Kauf dir einen Schild. Nicht Angriff, sondern Verteidigung ist die beste Verteidigung. So. Map. Da hat's noch mehr. Schwarzes Brett. Alles klar. Ja, moin. Kiste. Ah.
Voll geil. Das sieht ein bisschen aus wie Chinatown. Moin. Normalerweise bringe ich sowas wie euch um. So. Spa vs. Spa. Das, wo der Zug hier auch durchfährt und mich killen kann. Das war, aber ich bin da mal durchgelaufen. Also ich glaube, das ist hier, wo mich mal der Zug gekillt hat. Ich laufe da über die Schienen und platsch tot. Hey, Blake. Hey, ich habe einen Job für dich. Ein wundervoller Tag auf Pandora. Nun, abgesehen von der mechanischen Katastrophe. Mag es so überall drum. Mal hier, mal. Jetzt lass ich erstmal hier ein bisschen was verkaufen. Hallo, ja, warte. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ist mir die Müll wieder weg. Muni brauchen wir gerade nicht. Was hast du denn? Brennendes Gummi. Diese verdammten Roboter haben die Reifen von meinem Bus gestohlen. Selber schuld! Die Dinger waren seit Jahren platt. Geh runter zur Halde und such 6 gut erhaltene Reifen, um die Karre wieder flott zu kriegen. Hoffentlich bis bald! Hoffentlich! Ja, was haben wir hier? Hui. Ah, sieh an, unsere lieben Unternehmensplünderer. Ja. Hallo, Mr. Blake. Wie geht's? Wie steht's? Gut, dass man sich endlich einmal persönlich sieht. Wir von Hyperion haben stets Wert auf gute Beziehungen zu den Schatzjägern von Pandora gelegt. Ich weiß also, sie werden uns gerne helfen. Besonders, da sie unser letztes Team gekillt haben. Als Dank für ihre Hilfe erhalten sie eine lächerlich großzügige Belohnung sowie Zugang zum Feinsten, was Hyperion zu bieten hat. Es scheint, die Claptraps haben sich in alles hier auf Pandora eingeklinkt. Hyperion ist selbstredend in keinster Weise verantwortlich dafür. Ist es unsere Schuld, dass unsere Hardware zu kompatibel ist? Jedoch aus reiner Herzensgüte haben wir einen 4-stufigen Notfallplan entwickelt. Die Marketingjungs nennen ihn Operation Trap Claptrap Trap. Mit ihrer Hilfe wird diese Unternehmung bestimmt ein voller Erfolg. Phase 1 ist die wichtigste. Verläuft Phase 1 nicht erfolgreich, gibt es erst gar keine Phase 2 oder 3. Von einer Phase 4 gar nicht zu reden. Oh. Alle Brücken von Tartarus Station sind oben. Der Strom ist aus. Die Brücken müssen runter, um die nächsten Phasen starten zu können. Hyperion Corporation, wir bauen Brücken zu einer neuen Zukunft. Verdammt bin ich gut. Ah, der schwafelt aber ganz schön dick. Bei der Hyperion Touristen-Infotafel sind weitere Missionen verfügbar.
Ja. Halt hier drunter. So. Kann man denn da außerhalb der Mauer? Da hinten durch irgendwo, okay. Ausgeballert hier. Sandus Core. Okay. Was ist los? So, jetzt aber. Jetzt passt's wieder. Okay. Hat gerade ein bisschen rumgesponnen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf jeden Fall durch dieses... Was ist das da? Fragezeichen? Okay. Wenn wir uns immer rechts halten, kommen wir da auch hin. Oh.
Na, hast du wehgetan? Klasse Jäger. Korrosionsschaden. Hm. Warte mal, wie viel ist es wert? 48.000 haben wir mit. Gleich mal. So. Alter, wir haben so viele Medipacks dabei, ne? Das ist schon Wahnsinn. Gut, also das ist hier ein reines Labyrinth. Entweder folgen wir den Pfeilen. So eine. Okay. Das ist. Ist halt die Frage, ne? Wo geht's hier weiter? Aber hier sieht's jetzt ganz gut aus. Scheiße, ja. Verballern hier über die Muni. Jetzt mal zwei. Ja. Ja. Ist aber auch schlechter. Hey. Eine Kapazität. Ha, ha, ha. Ja, das ist versteckt. Eine Botschaft von eurem ruhmreichen Anführer.
ihr uns sticht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Natürlich nicht, weil wir besser sind als ihr stinkenden Fleischhaufen. Stinkende Fleisch. Aber wenn ihr uns hochjagt, sollen wir uns nicht rächen. Viva la Revolution! Okay. Ja, wahrscheinlich kann man die Sachen dann auch runterlassen. Quasi wie die Hosen. Hosen runterlassen? Okay. Nischt. Dadurch finde ich eine langsame Gesundheitsregeneration. Okay. Ja. Hat doch mal mehr Dinge. Das nehmen wir mal. Folge dem Pfeil! Critical 60%, 80%. Gefahr! Ha. Sieht doch nichts Gescheites hier, was ist das? Zielgenauigkeit und sowas. Nee.
Gefällt dir nicht? Boom. So groß, so böse, so tot. Okay, wo ist Nummer 3? Hat's weh getan? So groß, so böse, so tot. Ah. Gut, 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 so weit, so gut. Money. Sind doch die Constructor-Dinger da. Okay. Ja, habe ich auch gedacht, dass es die nur im zweiten gibt, aber hier. Also zumindest die. Wie sagt man da? Diese Baueinheit. Hier. Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich. N steht für nukleares Waffenarsenal. U? Medikit. Alles klar. Ich denke mal, jetzt geht's in die Arena. Arena, Arena.